Frau inmitten einer sie begehrenden Männerwelt. Als Diva steht sie im Rampenlicht, ist Objekt schwärmerischer Verehrung. Man fordert von ihr mütterliche Zuneigung, Liebe und Lust. Dabei bleibt sie jedoch stets ein Fremdkörper in ihrer Umgebung, ein Wesen aus einer anderen Zeit, das doch gerade gegen die unaufhaltsam fortschreitende Zeit ankämpft. Der ungarische Regisseur Arpad Schilling inszeniert Leos Janáceks Spätwerk Die Sache Makropoulos mit seiner rätselhaften, nach Unsterblichkeit strebenden Protagonistin Emilia Marti als Emanzipationsversuch einer Frau, deren Umwelt sie lediglich als Objekt betrachtet. What is interesting for me, the second layer of this story about this woman who is in front of all the time the man, and she is the wish of the man all the time, and the man wants to come closer and touch and use her. And she is a singer, very famous opera singer, and because of this she's all the time in the light, in front of the public. So it's a very special life of her. For me it's a very modern statement from the beginning of the 20th century about the position of the woman in the society somehow, and position of the special women who are on the stage or who are in the light or in the public. Of different characters, very deep and complex characters, very different representatives of the man society. And for me it's so interesting how this woman tried to keep her balance in front of them, how try to keep her own integrity. So this piece can be a very feministic piece somehow, because it shows us a fight, a real fight of a woman. Emilia Marti ist eine der vielschichtigsten Figuren der Operngeschichte. Sie ist über 300 Jahre alt, steckt aber in einem jungen Körper, hat die Höhen und Tiefen des Lebens zur Genüge mitgemacht und kämpft dennoch gegen das Älterwerden. Für Nadja Michael eine große Herausforderung, einen derart komplexen Charakter darzustellen. Am Ende, glaube ich, ist der Schlüssel doch der, dass die Idee für so eine Figur aus der Grundfrage von der Menschheit eigentlich entspringt, nämlich der Konfrontation mit der Sterblichkeit, mit dem Tod, der Umgang damit und mit dem Gedankenspiel, wie wäre es, ist ja mehr ein philosophisches Gedankenspiel, wie wäre es, wenn wir das verlängern würden? Und ich glaube, dass man damit sehr real, also sehr, sehr praktisch umgehen muss. Und das, so versuche ich eigentlich alle meine Gestalten auf der Bühne zu begreifen. Was ich jetzt auch schon merke, bin ja auch noch nicht mehr 20, also dass man einfach bestimmte Erfahrungen macht und die hat man dann gemacht, die braucht man dann auch nicht nochmal machen, die kennt man. Und so stelle ich mir das dann einfach vor, dass sich dieser Mensch einfach wie Jahresringe sich Erfahrungen um sie herum sammeln und diese Jahresringe einen Abstand zu den anderen Menschen schaffen. Und das macht diese geheimnisvolle Atmosphäre, aber im Inneren ist sie natürlich immer die Emilia Marti, immer die dieser junge Mensch, den wir alle in uns tragen. Wir alle haben unseren jungen Menschen in uns mit der Neugierde, mit allem, aber es ist eben alles ein bisschen verdeckt. Und so versuche ich mir das zu erarbeiten. Im Laufe der Oper gibt Emilia Marti immer wieder Bruchstücke ihrer Identität zu erkennen, ehe sie in einem großen Schlussmonolog ein vollständiges Bekenntnis ablegt. Yeah.
diesen Gedankensplittern und Gesprächsfetzen entwickelte sich am Ende zu diesem großen Schlussmonolog, der aber auch eigentlich aus diesem Konversationsstil beginnt, bis eben der ganz große, ja fast, wie ich schon sagte, philosophische Paraphrase sich als große lyrische Riesenwurf ausbreitet. Der Dirigent Tomáš Hanus ist ein Spezialist für tschechische Musik und hat im Vorfeld der Premiere eine kritische Neuedition der Sache Makropoulos erarbeitet. Das Werk ist nun zum ersten Mal in der Originalsprache an der Bayerischen Staatsoper zu erleben. Die Emilia Marti sieht Hanus perfekt durch Janáčeks Komposition charakterisiert. Man sieht deutlich zwei Aspekte von Emilia Marti musikalisch. Einer ganz expressionistisch, hart kann man sagen, und das andere sehr lyrisch, intim, fast voll von einem Klang, die an kindische Unschuld erinnert. Eigentlich ist diese Oper total auf dem Text, auf einer Melodie eines Wortes gebaut. Und man kann so fast sagen, dass viele sehr schöne, auch lyrisch klingende Musikthemen die Wurzeln in der Sprache haben. Melodie der Sprache, Melodie eines Satzes, eines Wortes. Für die Sänger ist das auch eine Herausforderung, weil in dieser Oper auch singend ganz viel gesprochen wird. Ich denke, die besondere Stärke des Schlusses dieser Oper liegt daran, dass man doch vorher so viel von diesen dramatischen, sehr dichten, sehr expressionistischen Musik gehört hat. Und dann diese Wirkung kann enorm sein. Es ist fast, man nicht erwarten würde, und es ist sehr überraschend, und es hat ein Potenzial, auch die Menschen, die zuhören, sehr berühren. At the end, her decision is, I don't want to continue this life. You just want to use me. Nobody wants to understand me. Nobody wants to step to me closer. So it's an opinion, I think. It's a very strong opinion about the circumstances, the context of her. And she's so tired in this fight. And it is why, for me, it's so painful, this end, and very tragic. Wenn Emilia Marti am Schluss also freiwillig auf ein Weiterleben verzichtet, dann bietet sie sich selbst als Opfer dar. Ihr Tod ist aber gleichzeitig auch Befreiung aus einem unerträglich gewordenen Leben.